Hallo und herzlich willkommen, liebe Let's Play-Freunde. Ich möchte euch einladen zu einem Making-of-Let's Play. In diesem Fall ist es ein Gothic-Spiel, eine Modifikation, und zwar Odyssey im Auftrag des Königs wird das Making-of heißen. Und wir haben über OBS Studio, also mit dem Open Broadcaster Studio, haben wir den Film aufgenommen, das Spiel aufgenommen. Und mit Shotcut, diesem Programm, werde ich das bearbeiten. Ich bin Verfechter von Open Source und Community-basierender Software, die sich immer weiter verbessert. Und deswegen benutze ich Shotcut, es ist kostenlos und es gibt immer wieder Neuigkeiten. Und deswegen bevorzuge ich auch dieses Programm. Ich habe zwar auch eine teure Filmsoftware, aber für die Geschichten, die ich brauche oder die ich benötige, werde ich mit Shotcut total gut auskommen. So, wir haben aufgenommen, und zwar die Odyssey 14 RAW. Das ist eine FLV-Datei von OBS Studio und ich möchte als allererstes daraus das Audio herauslösen. Das schiebe ich jetzt mal hier rein. Warum mache ich das? Gut, ich bin da so ein kleiner Perfektionist. Ich möchte ganz gerne die Wave-Datei auch in dem Ordner haben, wo ich mein Projekt drin habe, und zwar hier. So, wir machen daraus eine Wave-Datei, haben wir hier schon eingegeben. Da gehen wir hier auf Musik und dann gibt es dann hier halt eben die ganzen Geschichten, die man hier in Any Video Converter auswählen kann. Video-Option hat es natürlich nicht, Audio-Option, PCM ist logisch. Nehmen wir und konvertieren es. So, jetzt ist er fertig und wir haben unsere WAV-Datei hier. Das ist ganz gut und schön. Die brauche ich, die werde ich später auch in dem Shotcut einfügen. Ja, wie schon gesagt, warum mache ich das? Ich habe vor kurzem ein teures Mischpult gekauft und USB-Mischpult, und der Treiber ist sehr aufwendig und da gibt es irgendwelche Konfrontationen. Zudem ist es auch so, dass mein Computer nicht gerade der neueste ist. Gut, jetzt habe ich ein altes Programm genommen, und zwar ein Steinberg WaveLab. In Steinberg WaveLab gibt es ein wunderbares Tool, das nennt sich DeClicker, und zwar ein VST-Tool. Hier haben wir es schon, und ich werde euch mal zeigen, warum es knackst oder was dann passiert mit der Wellenform. Nehmen wir mal hier ein kleines Beispiel. Hier sehe ich, na gut, okay, ich bin Musiker, ich mache auch sehr viel Musik und muss mit Audiodateien auch noch umgehen können, und sehe sofort hier, da hier ist ein Latenzknacksen drin. Sieht man hier an dem absoluten hohen Peak. Ich lasse es jetzt mal abspielen, damit man das so ein bisschen hören kann. Und das ist nicht softwaremäßig bedingt, also nicht vom Spiel herkommend, sondern während der Aufnahme ist das entstanden. So, jetzt mache ich den Declicker an, mache eine Empfindlichkeit, gut, okay, von 5. Spiel nochmal ab. Und es ist nur noch ein leichtes Ploppen zu hören. Jetzt werden wir das Ganze mal umkehren. Man hat nur das Knacksen gehört, das ist eine wunderbare Funktion, damit man auch noch feststellen kann, habe ich nicht zu viel daraus gefiltert, wie zum Beispiel das Feuerknistern. Wenn wir das haben, werden wir die Datei rendern, also die WAV-Datei rendern. Das mache ich mal eben. So, und fertig ist er mit Rendern. Er stellt natürlich den Declicker gleich auf Bypass. Und wir können auch gleich hier ausstellen. Auch von der Aussteuerung her verursachen die Knackser natürlich auch eine viel leisere Wellenform. Das heißt also, das Signal, die Signalstärke ist nicht so pralle. Deswegen werden wir das Ganze noch normalisieren. Und zwar auf 0 dB. Keine Angst, da passiert nichts. Da wird es kein Overclipping geben oder solche Geschichten. Das kann zwar Shotcut auch, nur ich möchte auf der sicheren Seite sein und diese Wellenform, diese Audio-Wellenform noch nochmal extra und separat bearbeiten. So, und schon sieht das viel dynamischer aus. Das freut uns. Ein bisschen das Ganze ein bisschen zusammenstrecken. Hier sieht man also die ganze gesamte Wellenform des Let's Plays und das Audio. Wenn man hier noch meint, es wären eventuell Knackser, sind keine. Achtung.
Der kann auch auf dem Stein springen. Nope, da hört sich das Ganze jetzt viel dynamischer an und besser. Das werden wir dann jetzt speichern. Und können Wavelab auch jetzt verlassen. Wir haben nämlich diese WAV-Datei hier schon gespeichert und optimiert. Und wie wir zum Film kommen, im nächsten Teil.